viele spielen damit, dass sie eigentlich von der Straße kommen und vom Block kommen, aber sie kommen eigentlich gar nicht vom Block und nicht von der Straße, sondern erschaffen sich nur ein kriminelles Umfeld, womit sie sich das Recht und das Privileg geben, zu sagen, einmal. Ein bisschen hier unten gleich was und dann gehen wir hoch. Digga, können wir Bengalos zünden auf dem Dach? Auf dem Dach? Ja. Bruder, ich öffne dir den sofort, Bruder. Ich öffne den sofort, Bruder. Kein Problem. Du weißt Bescheid, man. Finde ich gut. Was ist dein Job? Er ist hier die Hood Control. Du hast das im Griff, oder? Ja, normal, Mann. Alles, was passiert, er reguliert alles. Ja. Er öffnet alle Türen, er kennt die Eingänge aufs Dach. Und er ist hier. Und die Fluchtwege nachher auch? Ja, auch. Alles gut? Schön, dich zu sehen, Mann. Ich habe gehört, Kirchdorf, ich habe eine Drohne gesehen. Einige Performance-Szenen schon gehört. Das sieht alles ganz spannend aus, was hier gemacht wird. Hast du schon den Song reingehört? Ja, ich habe das Album gehört. Du hast das ganze Album gehört? Digga, wirklich? Ja. Und? Hast du dich gefreut, wie du das Album gehört hast? Da gibt es auf jeden Fall eine Menge, über das man reden kann, theoretisch. Ist so, ne? Ja. Vor allem, wenn man vergleicht zu dem Vorgänger nimmt und dem, was du jetzt machst. Ist kein Vergleich, ne? Überhaupt nicht. Ist eher ein Geschenk so, für die eingefleischten alten Fans, so, die immer geschrien haben, oh, Digga, komm, einmal noch. Und dann habe ich gesagt, okay, einmal noch. Und das ist das, was man gar nicht mehr erwartet, weil du ja eigentlich schon ganz andere Wege gegangen bist. Genau, und was man auch nicht erwartet, ist halt, weil ich ja jetzt zu der EP den fünften Track als Video rausgebracht habe, diese Trap-Geschichte, denken alle jetzt, ich bin auf diesen Trap zu komplett. So. Ja. Klar, auf dem Album gibt es auch ein paar Trap-Sachen, aber irgendwie anders noch. Und die erste Single, weißt du selber, die ist ja eher powerful. So, da verbindet das Moderne mit dem Alten, finde ich. Das meine ich mit Alt-Neuen. Ja, das stimmt. Ich glaube, den Weg, den du gegangen bist und dann mit deinem Standing in deinem Alter, dann auch so viele Ansagen und so viel auf die Fresse und quasi so sich ohne, du hast ja nicht irgendwie eine große Namensliste abgearbeitet, aber dich mal ausgekotzt offensichtlich. Ja, genau. Muss das sein so? Muss das sein? Oder war dir das ein besonderes Anliegen? Oder weißt du, was ich meine? Ich denke mir so. Nee, gut, ich meine, jedes Album ist ein Lebensabschnitt. Ja. So, Glück ohne Scherben war ein Lebensabschnitt, in dem ich mich so befand. Und dann ist so viel passiert in der Zeit, so viele Angriffe von vielen Seiten und so weiter. Ja. Und da hat sich einfach was angestaut und das musste einfach raus. Ja, und krass, aber das hört man auch wirklich auf jeden Scheiß Song. Das ist es halt, es ist nicht mehr. Und, aber ich will auch nicht irgendwie jemanden persönlich angreifen, weil ich sage, wozu ich stehen kann, ist halt, ich bin ja Sascha Reimann. Ja. Und Sascha Reimann ist Ferris MC. Aber Ferris MC ist nicht Sascha Reimann. Früher war Ferris MC und Sascha Reimann 1:1 so. Aber irgendwann, bevor ich aufgehört habe, hat sich das so auseinandergedriftet. Ja. Und ich konnte mich selber mit mir selber nicht identifizieren. Ja. Und mittlerweile, so mit so viel Abstand und so weiter, sehe ich schon auch, dass es ein Entertainment-Faktor ist. So. Weißt du? Ja. Und ich einfach diese Plattform habe, okay, soll ich jetzt mein Talent und meinen alten Style und so weiter einfach wegschmeißen? So? Oder soll ich nochmal sagen, so, Digga, ich kann sehr wohl noch mitspielen, wenn ich will. Ja. Die ganze 30-jährige Bühnenerfahrung, Digga, da kommt nicht so schnell jemand ran. Ja. Und ich rede nicht von irgendwelchen Straßenkämpfen und aufs Maul hauen und Leute unterdrücken oder Machtspielchen spielen, sondern es geht hier einfach nur um das reine Rap-Talent, was ich nicht verschenken möchte. Ja. Bevor ich zu alt bin. Und im letzten Album hast du dich ja auch sehr erwachsen präsentiert. Genau, und das war eigentlich zu erwachsen. Es war aber ein guter Schritt, das zu machen, um einfach auch die Facettenreichheit mal anzunehmen. Und zu zeigen, Digga, ich sehe mich auch irgendwo als Künstler, der sich ausleben möchte. Würdest du nur nochmal sagen, dass ich bin nicht. Ich bin, guck mal, Ferris MC ist nur eine Facette von vielen Facetten, die ich anzubieten habe. Ja. Ich hätte eigentlich Glück ohne Scherben vielleicht auch unter einem. Vielleicht hätte meinen Privatnamen rausbringen hätte sollen, so, weißt du? Das wollte ich nämlich gerade sagen, aber würdest du nur sagen, dass ein Ferris MC-Album wirklich gewesen ist? Im Prinzip schon, wenn man nach meinem Alter geht. Ja. Aber im Nachhinein, was Ferris MC eigentlich ausmacht und eigentlich die Aussage und die Kernaussage von Ferris MC ist, nicht. Ja. Dafür ist es zu harmlos, zu bedeutungsschwanger, fast schon zu erwachsen und zu rund. Aber Ferris MC ist ja eigentlich Ecken und Kanten. Ja, das ist dieses Album dann mehr. Das ist dieses Album mehr, jetzt eckig mehr an und so weiter und ich scheiße auf Konventionen, ich scheiße auf das, was man von mir erwartet und was ich sein sollte mit meinem Alter und so weiter.
ich scheiß drauf einfach so. Ja. Ich mach's jetzt einfach so wie, weißt du, ich bin so alt wie Kool Savas oder Azad. Ja. So. Ich habe das gute Recht, das nochmal so zu machen, wie ich will, mit meinem eigenen Stil, mit dieser unverkennbaren Note. Ja, die jeder von uns hat, von den Älteren auch. Ich bin ja auf der festen Ansicht nur, na klar, natürlich bist du mit 20 wilder als mit 30 und wilder als mit 40. Aber ja, du bist immer noch der gleiche Typ. Mit 20 war ich natürlich sowohl privat als auch auf der Bühne gleich wild. Mittlerweile bin ich privat der chilligste, gutmütigste, liebste Mensch auf der Welt. Aber ich schlüpfe trotzdem in diese Rolle als Ferris MC, genauso wie ich in eine Rolle von einem Film schlüpfe oder so weiter. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie authentisch ist das? Aber im Endeffekt präsentiere ich mein eigenes Ich nochmal. So ein bisschen schizophren. Ja, das ist ja trotzdem ein Teil von mir, wo ich einfach die schlafenden Hunde nochmal wecke. So die Dämonen in mir nochmal ausgrabe. Und ich kann dir auch sagen, ich arbeite ja schon gedanklich, bin ich ja schon wieder raus. Ich habe das Album ja nach der Deichkind-Tour 2 Monate lang geschrieben, alles reingesteckt, bam, 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 bam. Und du machst auch immer einen gedanklichen Reifeprozess. Und du denkst eigentlich erst im Nachhinein drüber nach, was du geschaffen hast oder was nicht. Und da fiel mir dann auch auf, so, okay, Digga, jetzt bin ich schon wieder einen Schritt weiter. Ich liebe das Album, es ist einfach krass, so, es kann voll mithalten, finde ich, mit den Youngstern und mit allen anderen. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Aber im Zweifel ist es dann so, so wie du das eben selber beschrieben hast, einfach dann ein wichtiger Schritt auf deinem Karriereweg, das mal so gemacht zu haben. Denn genau. Das ist genug passiert. Ist ja, im Gegensatz zu vielen anderen Rappern, ich bin nicht abhängig von dem Erfolg. Deswegen konnte ich mich ausleben. Deswegen konnte ich auch bei Glück ohne Scherben machen, eigentlich was ich... wie ich das gerade gefühlt habe, weil ich nicht abhängig davon bin. Das hast du damals ja auch schon gesagt. Ja, habe ich das auch? Ja, okay. Genau. Ja, das hat sich nichts geändert. So. Viele anderen, für die ist das so, oh, wenn das jetzt nicht klappt, so scheiße. Aber bei mir ist das Ding, ja, wenn das jetzt keinen Erfolg hat, egal, habe ich mich wenigstens ausgelebt und habe mein Standing einfach nochmal gezeigt. So. Woran misst du denn Erfolg und Misserfolg? Das ist nämlich auch noch eine gute Frage. Woran misst man Erfolg? Für mich ist ja schon Erfolg, dass ich überhaupt, ich habe schon wieder einen Plattendeal gekriegt bei einer anderen Firma. Ich kann, habe sogar auf 2 LPs fest mit denen vereinbart. So, das ist auch sehr selten oder so gut wie gar nicht. Da glaubt jemand an dich offensichtlich. Genau, und das ist ja schon für mich ein Erfolg. Für manche ist Erfolg von wegen 1 Gold, so und so viel verkaufte Einheiten an einem Wochenende. Das war nie meine... Das ist nie meine Intention gewesen. Bin ich ja nicht reingewachsen in die Musik. Und das ist immer noch nicht in mir. Das ist eine andere, das ist ein Generationswechsel halt immer wieder. Und viele Leute fangen aus anderen Motivationsgründen. Ich sage auch ganz normal. Ich glaube auch ein bisschen die Entwicklung von dem Kosmos, den wir seit so vielen Jahren gemeinsam angehören, dass sich die Beweggründe, warum jemand Musik macht und wie er sie und was er macht, hat sich so verschoben teilweise. Total. Ja, während wir noch so Hi-Yo-Pi-mäßig so gedacht haben, so, ah, das wird doch eh nichts, ey, aber geil, wir machen hier. Ja, einfach mal machen. Sind hier in unserem Keller oder wo auch immer. Und die erste Erfahrung im Studio, wow, Alter, heftig, bla, nervös. Heute, glaube ich, ist das eher so, Digga, ich will das, was der hat. Der hat dieses Auto, der hat das erreicht, das will ich auch. So. Und das ist so deren Motivation. So. Wir haben noch gedacht, wir können eh nichts erreichen. Und es ist irgendwie doch was geworden und haben gleichzeitig ein Haus gebaut, worin die nächste Generation leben konnte und daraus schöpfen konnte. Dann gab es irgendwie den Generationswechsel, dass sie gesagt haben, Digga, ich scheiß doch auf den Architekten, Alter, der das Haus gebaut hat, ein Scheißhaus so. Ich habe nichts mit dem Hip-Hop zu tun. Ich mache Rap oder Gangster-Rap oder was weiß ich. Und ich habe ein ganz anderes Umfeld, einen ganz anderen Background und so. Für mich ist das alles okay, so, weißt du, aber ich bin immer noch da. Es gibt noch eine Menge Fragen, die mir da so auffallen. Ich möchte. Ja, wir können ein Buch voll labern. Ich glaube auch ganz ehrlich, aber ich sehe nämlich ihn schon ein bisschen gucken. Was macht ihr denn? Wir drehen ein Video, erste Single zum Album. Ja. Und ja, wir haben die Fotos schon zusammen gemacht. Dann
sind wir nur Mäuschen und ich nutze die Chance, zwischendurch mal Fragen zu stellen. Du sagst mir aber immer Bescheid, wenn ich die Fresse halten soll. Und dann du darfst alles. Wir nehmen so eine Totale auf von dem ganzen Geschehen hier. Dann gehst du über die Brücke, da werden wir kurz Cut machen, fangen dich da wieder ab. Aber dann machen wir noch einmal so eine Szene, wie du, wie sie so gesehen da an der Brücke stehst, einfach einer raus. Da fliege ich dann mit der Drohne vor dir, fliege einmal nach oben. Und nicht verstehen. Und dann machen wir noch einmal hier den Eingang und dann gehen wir schon hoch. Okay. Okay, wir fangen an. Er geht als erstes zu Laterne. Du weißt, was du machen musst, ne? Genau, lass ihn einfach mal vorbeigehen. Mit der Brücke leicht drauf. Genau, da gehst du dann mit. Da kommst du dann so ein bisschen entgegen, gehst da mit. Okay. Und dann machen wir Cut und übernehmen das. Warte, dauert eine Sekunde noch. Ja, noch Block nicht vergessen, ne? Dein Block nicht, welcher ist dein Block? Drei, da gehen wir noch rein, Digga, keine Ahnung. Dankeschön. Alles geil aus. Da ist jeder kleine Ruckler. Lass ihn noch mal vorne. Alles gut. Da ist jeder kleine Ruckler. Lass ihn noch mal. Das ist nicht gut. Das wäre eben gut oder so. Warte. Ja, nee, andere Seite. Geh mal wirklich auf die andere Seite. Ja, genau. Ja. Perfekt. Einmal Leute vorbeilassen. Wir drehen. Den kleines Video. Musikvideo. Ich hoffe, ich bin nicht fett. Nein. Und dann machen wir am Ende noch eine Szene, wie er so die Rutsche runterrutscht. Ja, yeah. Performance, dachte ich. Ja, Performance. Performance auf jeden Fall. Das ist der Punkt, wo ich das entscheide. Darum ist Ahmed hier. Lass das mal bitte da dazu. Okay. Ja, Mann. Nichts los, Bruder. Kennst du dieses unterschuldige Gefühl, dass man über eine Kante rüberspringen will? Mhm. Dieses Gefühl habe ich, wenn ich sowas sehe und ich will nicht überschauen. Oh, nee. Lass mich mal schön hier in der Mitte stehen. Ich bleib schön hier stehen. Das Gute ist, ich habe mir gerade diese kleine bestellt, diese Mavic. Und hab die, will die verkaufen. Und die ist gerade auf eBay und läuft morgen aus. Also. Wenn heute was passiert, ist alles okay. Gehört mir eh nicht mehr. Wir könnten wieder aus der Tür rauskommen. Wie er aus der Tür rauskommt, dann stellen wir ihn einmal nur hin, Zigarette rauchend, in die Kamera gucken und dann holen wir die Bengalos raus. Geh einmal auf deine Hand mit der brennenden Zigarette. Lass Hand einfach hängen. Vielleicht zündest du dir wieder eine an, weil ich finde diesen Move des Anzündens mega gut. Und dann gehen wir rüber zu den Bengalos. Da wir das bisher noch gar nicht so auf den Punkt gemacht haben, wir sind gleich sehr tief ins Gespräch eingestiegen, was ich auch sehr gut fand. Aber warum sind wir überhaupt, welcher Song ist es? Worum geht's hier? Welche Nummer wird das, dieses Video? Asinant, das ist auch der Titelsong. Titelsong sozusagen vom Album, ja. Meine Gang sind alle die ohne Gang. Einzelkämpfer, es gibt keine Konkurrenz. Angelegt im Endeffekt auch an Asymmetrie. Ja. Deswegen ist der alte Ferris da sehr stark auch vorhanden. Vielleicht in einem etwas moderneren Sound gewandt. Kannst du den Song kurz zusammenfassen? Weil das ist ja der erste der Opener vom Album, von der Promophase. Da könnte man fast ein Buch drüber schreiben. So, ne? Beschreibt mich eigentlich so mein Standing in der Szene. Ja. Und wie siehst du das? Außenseitermäßig, ja? Einzelgängermäßig, für mich alleine so. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in meiner eigenen Szene. Aber ich bin eigentlich Hip-Hopper, so, weißt du, und die Hip-Hopper-Szene allgemein wurde ja auch so ein bisschen verdrängt und abgelöst und auch belächelt. Aber ich komme trotzdem daher, ich bin immer noch Hip-Hopper. Das habe ich, glaube ich, unten auch schon mal so gesagt, dass du aus einer Generation kommst, die so ein bisschen als die Ladi-Dadi-Mittelschicht, ne, brave Studentenrapper-Ecke gekommen genau. ist. Da warst du aber der ganz außen eigentlich stand? Ja, da war ich auch immer der Außenseiter. Viel zu assi warst du eigentlich für alle, die da... Weil ich der Einzige war, der wirklich aus dem Block kam. Ja, genau. Und das ist aber auch heute so, dass halt... ich will nicht sagen, ich bin der Einzige, sondern aber viele spielen damit, dass sie eigentlich von der Straße kommen und vom Block kommen, aber sie kommen eigentlich gar nicht vom Block und nicht von der Straße, sondern erschaffen sich nur ein, sagen wir mal, kriminelles Umfeld, womit sie sich das Recht und das Privileg geben, zu sagen, ey, ich bin von der Straße, so, weil ihre Hintermänner auf der Straße die Geschäfte machen.
Ich bin aus dem Block, ich bin aber nicht mit krimineller Machenschaft irgendwie aus dem Block gekommen und auch nicht mit roher Gewalt, sondern einzig und allein mit meiner Musik. Ich wäre auch gar nicht für diese Scene, wäre ich nicht geschaffen. Dafür bin ich viel zu sensibel. Ja. Ich glaube nämlich, dass auch heute, wenn die Wahrnehmung da draußen entsteht oder Leute sich über dich äußern oder dich einordnen wollen oder so, dann stecken sie dich aber genau, und darauf wollte ich hinaus, in diese Schublade von diesen Jungs, dieses Studenten, dieses 90er Jahre Hamburg, Stuttgart, braves Umfeld und sowas alles. Und damit tut man ja nicht dir Unrecht. Und das ist dann auch, als ich das Album gehört habe. Damit tut man mir nicht Unrecht? Ja, dann tut man dir Unrecht. Aber richtig. Ja, genau. Ja, das meine ich halt, genau. Und als ich dieses Album gehört habe, merke ich halt schon, dass, also es brennt in dir. Also es wirkt so, als ob da auch einiges so, also dir wirklich auf den Sack geht. Ohne dass du den Leuten jetzt irgendwie verbal da irgendwie persönlich an Karren haben. Das ist auch nicht meine Intention. Aber ich habe in der Zeit, wo ich das Album geschrieben habe, habe ich mich natürlich einfach wieder hineinversetzt in diese Wut, in dieses Unmissverständnis und in diese Position, in der ich mich sehe, so wie ich auch von anderen behandelt werde. So. Und das ist auf dem Album drauf, so einfach auskotzen. So. Also ich bin einer von denen, ich habe immer Respekt vor den Architekten. So. Ja. Und in Amerika ist das eigentlich auch gang und gäbe, dass die Youngsters nicht unbedingt die alte Garde dessen. In Deutschland ist es irgendwie ganz anders. Irgendwie da habe ich das Gefühl, die Jungen wollen sich von den Alten mit Absicht ablösen und sie auch irgendwie nicht akzeptieren als das, was sie sind so, oder waren. Und ich gehöre zu den Alten, ich sage, Digga, ich feiere alles so. Also ich feiere Newcomer, wenn es geil ist, Digga, ist mir scheißegal, wie alt er ist. Der Track toucht mich so, finde ich geil, habe ich überhaupt kein Problem damit, ihn zu feiern, so egal was sein Background ist. So. Und aber das ist bei manchen Youngstern, die sich als Geschäftsmodell auch das genommen haben, zu sagen, so ich diss alles, was mir im Weg kommt und so weiter und namentlich will ihn demütigen und auch vielleicht teilweise unsportlich. Das finde ich irgendwie komisch, da habe ich nichts, da bin ich raus aus der Szene. Und trotzdem springst du mit dem ersten Comeback-Album quasi wieder mitten rein und bist stilistisch in einer Richtung und jetzt mit dem zweiten dann zu den alten Ferris werfen, das hatten wir ja auch schon, springst du wieder voll in die Mitte. Es ist dann trotzdem, dass du dir auch quasi deinen Respekt und deine Reputation zurückholen willst, dass sie da draußen kapieren, wer du eigentlich wirklich bist. Verstehst du? Stimmt, er spielt das mit. Ich liebe ja auch Wettkampf, so. Aber bei mir gibt es Regeln, in jedem Sport gibt es Regeln. Und bei mir ist, weil ich Hip-Hopper bin, ist der Battle-Gedanke auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Aber nicht, indem ich jemanden persönlich, privat angreife. Sondern ich bin immer noch einer so, wir battlen uns auf sportlicher Ebene und geben uns danach eventuell sogar noch die Hand. Muss nicht sein, aber eigentlich schon. So. Und und diese Werte siehst du verrutscht, ne? Und die sehe ich verrutscht so mittlerweile. Weißt du, das ist so, wenn wir uns rap-technisch battlen, kein Problem, ich bin am Start so, komm, aber komm mir nicht mit irgendwie Ansagen, die gar nichts mit Rap zu tun haben, so, weißt du? Da bin ich raus, Digga. Dann muss ich auch andere Maßnahmen ergreifen und die sind nicht irgendwie, dass ich mit einer Gang komme oder so, sondern komme ich mit DAG oder so, also die Anwälte-Gang, und weil es dann um meine Privatperson geht, so, weißt du? Ganz. Das ist der Grund, warum du auch vorhin dieses schöne Zitat schon gebracht hast, Sascha Reimann, das ist Ferris MC, aber Ferris MC ist das nicht. Ja. Genau. Wenn man das gegen Da muss man schon, weißt du, wie gesagt, es gibt Business und es gibt Privat. Und ich bin privat auf jeden Fall anders, als wie wenn ich sage, hey, hier geht es auch um Entertainment, um Rap. Entschuldigung mal ganz kurz. Ja, gerne. Guck mal, wir müssen ja immer noch arbeiten hier. So. Es geht auch um Berichterstattung, so wie man das sieht, den ganzen Überblick zu behalten, so. Aber es geht nicht darum, dass man die ganze Zeit, finde ich, jetzt immer sein Privatleben die ganze Zeit rappt, dann, weil das wäre ein bisschen langweilig. So. Das wäre, glaube ich, bei vielen Rappern sehr langweilig, also, wenn sie nur über ihr Privatleben rappen. Warum dann dieser Ort hier?
Warum ist diese Szenerie als... Weil ich meine, das ist ja, hat ja mit dem Privaten... Jim, ist das nee, aber es hat damit gar nicht zu tun, so woher ich komme. Ja. Weil, nur weil ich nicht mehr auf der Straße lebe, heißt es ja nicht, dass ich nicht von der Straße komme. Weißt du, ich meine? Ich habe es ja geschafft mit Musik und ich möchte einfach jedem sagen, Digga, lass dir nicht erzählen, du siehst scheiße aus, du kannst es nicht schaffen, du bist nichts, du das, dies, jenes, alles, was ich auch erlebt habe. Ich habe es trotzdem geschafft und das will ich einfach. Auch ein bisschen mit meiner Aggressivität und Power und mit dem, was ich zu geben habe, will ich das einfach so vermitteln. So, du kannst es schaffen, egal was die anderen dir sagen. Du kannst es schaffen. Natürlich kannst du es nicht nur dadurch schaffen, wenn du an dich nur glaubst, sondern du musst auch was dafür tun. Aber und dann ist egal, ob Rapper, ob Moderator, Journalist, Graffiti, Breakdance, egal. Du kannst etwas schaffen. Und da ist, kommen wir dann auch wieder zu dem Erfolgsthema. Da gibt es dann auch die verschiedenen Messungen an Erfolg. So, weißt du, für den einen ist es wichtig, geil, Digga, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich kann davon leben. Maximaler Erfolg. Ein anderer sagt, ey, Digga, alles unter 1, unter Gold, unter Platin, Digga, kriege ich Depression. Das ist seine Definition von Erfolg, Digga. Ist dann dein, also bei der Definition von Erfolg waren wir immer noch schon, aber das würde dann ja die logische Konsequenz sein. Dein Erfolg für dieses Album, für das, was du jetzt hier gemacht hast, auch, dass die Leute wieder verstehen, dass diese Hip-Hop-Werte, von denen du sprichst, also dieses Battle-Rap im ursprünglichen Sinne, wieder mehr in den Vordergrund kommt, wenn die Leute das verstehen? Weil im Moment würden sie sich dann ja in die gleiche Liga einordnen und das Album, wo sie alle anderen 2015, 2016 einordnen. Verstehst du, was ich meine? Und du kommst ja dann eigentlich mit der Aussage, dass denk mal wieder darüber nach, wo es herkommt, wie es früher gewesen ist und auf welcher Ebene es beginnt und wo es aufhört. Ja, aber Hip-Hop ist ja auch nicht nur Battle. Ja. Hip-Hop ist ja so breit gefächert so, ne? Und im Endeffekt ist das, woher die ganzen anderen Leute kommen, die irgendwie sich einen anderen Titel geben statt Hip-Hop, kommen aber im Endeffekt trotz alledem aus dem Hip-Hop. So. Und da können sie tun und machen und schreien und was tun, keine Ahnung, das ist halt so. Und keine Ahnung, so muss jeder für sich sehen. Ich sehe das so, ich vertrete die alten Werte in dem Moment, wenn es um Battle-Rap geht. Ja. Aber ich bin natürlich auch ein Freak und ein Assi in dem Sinne. Und asozial heißt bei mir auch nicht irgendwie, weil das ja auch total modern irgendwie jetzt ist, so mit dieser Assi-Geschichte. Ich glaube, deren Definition von asozial ist eine andere als meine. Meine ist immer noch dann eher Punk-Attitude, indem ich sage, fuck the system, fick Politik, fick alle, so, die dich runterdrücken wollen und so weiter, aber fick nicht jeden Menschen, Digga, und fick vor allen Dingen nicht die Leute, die wie du von der Straße kommen und das gleiche Schicksal mit dir teilen, so. Fick nicht diese Leute, so, weißt du, sondern fick, da gibt es so viele Feindbilder, wo es sich lohnt, die zu ficken und deine Energie reinzustecken, aber halt dich doch nicht an denen, die eventuell denselben Weg gegangen sind wie du. So. Ja, krass. Ist im Prinzip das, was ich auch finde, in den letzten Jahren an manchen Stellen verloren gegangen ist. So, ich habe mir oft gewünscht, dass sich Künstler weniger gegenseitig die Köpfe einhauen, sondern mehr mit den Leuten da draußen sich beschäftigen. Weißt du, die geilsten Beispiele sind doch, du kannst, weißt du, da gibt's einen Rapper, die haben Gold, gehen auf Tour und spielen aber gar nicht goldwürdig vor so vielen Leuten, weißt du? Ja. Weil sie ihre eigene Suppe kochen. Und wenn du dann aber die ganzen Leute zusammentust, so auch wie Hamburger Schule das auch ganz oft gemacht hat und ich bin gleich fertig, alles gut. Gemacht hat und auch rein, immer noch macht, wenn wir uns zusammentun, was weiß ich, Rattus, Lockus, meinetwegen auch 187, Deichkind, Beginner, bla bla bla, wenn wir uns zusammentun, dann kommen 20.000, 30.000 Leute so zu einem Konzert. So. Weißt du, da ist doch die Message denn, der Dicker, zusammen schaffen wir, erreichen wir viel mehr, wenn wir zusammenhalten. So, weißt du, was soll das? Fühl ich. Aber versuch doch nicht, gegenseitig das Business kaputt zu machen, weil auch, egal welche Crew, wenn aus Frankfurt oder Düsseldorf oder Köln, wenn die sich zusammentun würden und Hamburger auch, Digga, wir könnten Stadientouren machen, weißt du? Stadientouren. 60.000, 40.000 Leute würden kommen, wenn die sich alle zusammentun würden. Aber ich weiß nicht, so weit muss man erstmal wahrscheinlich denken. Erstmal kommen da aber Leute, die ganz schnell ein Video weiter drehen wollen. Ich krieg schon Licht ins Gesicht und so. Mach weiter. Ich mach weiter, Digga. Kurz um die Kamera. Oder geh näher ran.
Ja. In Bremen-Teneva kommst du her? Ja, genau. Bremen-Teneva ist auch so ein, genau so ein Blockplattenbau wie hier. Und da haben wir auch so eine scheiß Autobahn da. Genauso wie hier. Das heißt, alle müssen. Welche Erinnerung hast du an damals? Ich meine, mittlerweile ist das ja schon ganz schön viele Jahre her. Super lange her, aber ja, ey, Digga, wenn man da groß wird, ist doch ganz normal. Dann, man hat einen anderen Bezug, glaube ich, dazu, wenn man darin aufwächst, als wie wenn man irgendwie da vielleicht reinzieht als erwachsener Mensch. Ja. Ist einfach normal. Du gehst mit den Leuten in den gleichen Kindergarten, in die Schule, du wächst mit denen auf, du kennst deren Mütter, deren Eltern, die kennen dich. Das ist dann einfach ein spezielleres Verhältnis, so, weißt du? Ganz normal, also ich empfand das nicht als unnormal. Nachdem man Abstand hatte und da raus war, wusste man eigentlich, Digga, wir hatten nichts so mäßig, weißt du? Aber in dem Moment hatten wir trotzdem viel. Ja, ja. In dem Moment hatten wir viel. Aber wenn man irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens lebt, so, dann kann man erst so realisieren, was man eigentlich alles nicht hatte. Das heißt, das muss ja ganz krassen Flash geben, so, wenn man so in so einer. In so einer Szenerie, natürlich kommst du nicht hierher, aber die Szenerie aufbaut, kann ich mir vorstellen, dass dann wieder die alten Filme so alle vorm Auge ablaufen. Ja, ja, nicht so extrem jetzt, nee? So, ja, okay. So von wegen Therapie. Nee, aber so ein bisschen Erinnerung. Wir haben ja auch Blockbusters, haben wir auch im Block in Köln gedreht. Ja. Und, okay, wir müssen weiter. Man fühlt sich nicht fremd, Digi. Alle einmal bitte da. Geht weiter, wo sollen wir hin? Weiter in die Richtung. Ja, warte. Jo, ja, sowas. Mehr Licht, ne? Ne, die Dinger sind so hell. Aber das Licht kriegt man das Panel. Ach ja, noch stimmt, heller? Die Dinger sind sehr kriegt man das Panel noch heller? Das Panel, das, die Dinger, die, da bricht gleich alles weg. Das ist so unglaublich hell, ja, diese Feuerdinger. Und dann ziehst du einfach. Okay. Und dann gib ihm das Gelbe einfach. Und dann drückst du ihm aber das, mach mit Mund, so mach mit Mund. Gib ihm mit Mund in der Hand. Hm? So. Geil? Ja, ein bisschen ist in Auge angegangen, aber das scheiße. Ja, ja. Arbeitet ihr da? Ich bin eigentlich mit, auch mit Bengalos. Nein. Wir sind jetzt mit ihm hier durch. Wir machen jetzt einmal die Jungs so Porträts und dann fahren wir zur nächsten Location. Packen dann gleich einmal kurz ein, das geht aber relativ schnell. Bist du denn zufrieden mit den Bildern? Ja, und mit der bisherigen Arbeit mit dem Künstler? Eben, wir haben eben gerade die Arbeit mit dem Künstler, ist ja super easy. Also wir stehen uns dann total fliegeleicht. Die Bullen sind da, scheinbar, sagt sie ja nicht mal. Ich weiß nicht. Ja, die unten, eine Frau kam und meinte, jemand hat die Polizei gerufen, die stehen irgendwie unten. Okay, ey, ihr kennt mich nicht, ne? Nein. Na ehrlich, ich meine das im Ernst, Bruder, ich bin gefickt, Digga, ey, du. Ja, wie soll man sagen, ey, die Polizei ist unten, ne? Kamera an, Kamera an. Ja, jemand die Polizei gerufen, ist ja unten. Ja, gut. Abbau. Alles gut. Dann geht alle mal raus und wir lassen. Ja, mein Lieber, du gehst mal raus und so. Ihr geht mal alle raus, ihr habt damit nichts zu tun und wir regeln das. Wir machen, wir packen alle Sachen jetzt und gehen hier raus. Ja, genau, wir gehen auf die andere Seite. Ich weiß, wo es gibt. Komm, geht einfach raus. Komm. Aber lass die mal raus. Und kommt einfach mit, Mann. Ja, kommt einfach mit, Mann. Schnell, Digga. Schon bei Gott, Bruder. Lass die anderen alle weggehen. Bruder, lauf mal, geht, lauf geradeaus, Mann. Wir gehen runter. Dann, da sieht uns keiner mehr. Wo gehen wir raus? Bruder, andere Seite. Hier, geh einfach geradeaus. Ich komme jetzt, mach schnell. Ja, die kommt doch gar nicht. Da kommt doch keiner. Bruder, bestimmt, ja, man, glaub mir mal, komm nicht, das wird schlimm, Digga, glaub mir. Das macht Farben, Mann und so. Wir gehen die mal einfach hinterher. Ja. Okay. Oder die Bullen kommen nicht so, die kommen von hinten, komm. Komm, schon. Nee, die sind schon da. Geht los. Ciao. Sollen wir gehen? Ja, alles gut. Schönen Abend noch, ne? Alles okay, tschüss.
Ahmed ist mit Satelliten gelaufen. Ahmed ist mit Fallschirm runtergesprungen. Anno meinte, ach, ihr macht hier Filmaufnahmen, okay, wir sehen hier so ein paar Leute, haben sich beschwert, dass jemand auf dem Dach ist und so. Und, aber okay, wenn ihr, seid ihr durch? Ja. Ja, cool. Alles cool? Aber du kannst ein bisschen Schock, Bruder. Du kannst alle Wege, oder? Ja, ja, Bruder, direkt hier raus, runter, wie sie wächst, Bruder, glaub mir. Cool. Wir gehen, ne? Egal, die Bullen sind doch schon jetzt weg, ne? Ich kann weitermachen, glaube ich. Digga, wir sind weg, Digga. Wir sind fertig. Ja? Ja. Jetzt macht ihr auf Dicke. Hey, aber du kennst mich nicht. Geh mal einmal rum, ob man da irgendwo... Kommen wir gleich rein, ne? Habt ihr geklingelt? Ja, weil wir... Guck mal. Nummer? Telefonnummer? Das Problem ist, dass dieses Auto direkt vor unserem Motiv steht. Aber zum Glück liegt da eine Telefonnummer drin. Ich hoffe jetzt nicht, dass es dem Besitzer des Gebäudes gehört. Guten Tag, Kirusch mein Name. Können Sie Ihr Auto ein Stück zur Seite fahren? Dem gehört dieses Gebäude. Ja, weißt du, was er sagen wird? Auf dem Haus sind Markenrechte, die dürfen nicht zu sehen sein, aber das ist Schwachsinn. Weil du kannst keine Markenrechte auf dem Haus machen. Nee. Wir können diese totale halt mitnehmen, dass er hier steht. Panoramafreiheit heißt das Ganze. Er ist die Hauptperson. Das Haus ist einfach ein Objekt des Videos. Scheißegal. Aber wir können relaxter, ist es da. Ja. Wollen wir mal kurz hinfahren? Lass das ist ja direkt hier um die Ecke. Ja. Ja. Wir bauen mal eben auf. Aber das ist so der erste Ausschnitt, den wir nehmen. So, wenn es scharf wird. Und nimm mal ein bisschen weiter hoch. Wegen der Lampe auch und so. Das ist alles geil. Kriegst du ein geiles Kopflicht und so. Ja. Und genau. Das ist eine Performance. Oder? Genau. Hier, dann gehen wir noch mal näher ran, machen hier so ein paar Sachen. So. Während wir hier so ein bisschen darauf warten, dass die Crew das ganze nächste Setup fertig macht, das wir hier an der nächsten Ecke in Hamburg haben, würde mich mal bei dir interessieren. Ich meine, wir sind hier mal im Video und dann am Ende kommt dann am Ende auch was bei raus, was sich die Leute angucken. Vielleicht noch die Musik hören, die Bilder dann aber eine Sprache dazu sprechen sollen. Was ist dir bei Musikvideos wichtig? Also bei mir ist eh immer so Glücksspiel, weißt du, es gibt ein paar Videos, aber sag mal, es ist immer so Hälfte-Hälfte bei mir, wo ich sage, ich bin nicht wirklich zufrieden mit den Videos am Ende des Tages. So. Ja. Also man trifft dann immer wieder neue Leute und alle sagen immer dasselbe, so hey, das wird geil, bla, ja, yeah, dies, das, jenes, so, weißt du, und dann steckst du da Arbeit rein so, und dann kriegst du das Endergebnis und denkst so, Alter, ey, also da ist bei mir noch so ein bisschen der Haken drin. Manchmal funktioniert das nicht so. Ich hätte einfach Bock darauf, dass die Leute, die dann immer davon sich sagen, wie geil sie sind, ist eigentlich wie bei Rap auch so, weißt du? Ja. Dass wenn die so geil sind, dann so, warum liefern sie dann nicht geil ab, weißt du? Der eine hat keine Ahnung, wie man es richtig ausleuchtet. Der andere kann nicht mit der super teuren Red-Kamera oder so umgehen. Das war auch früher schon so, wo wir noch auf 16 mm, Super 16 und auf 35 mm gedreht haben. Aber die Hälfte ist halt gut geworden so. Aber die Hälfte, die gut geworden ist, die ist aber auch jenseits von 50.000 Euro oder 70.000 Euro. So, ne? Da kannst du dann wirklich erwarten, dann hast du ein richtiges Filmteam sozusagen am Start. So. Du hast einen Song und hast auch ein Bild dazu im Kopf. Natürlich kommt von außen eine Idee, wie man es macht. Aber dann hast du ja trotzdem so eine visuelle Idee, die hat dann jeder Künstler irgendwie so dabei, dass du die, kannst du die so ausdrücken, wie da, also die Bilder, die im Kopf bei dir quasi zum Song rumgeistern? Naja, man bespricht ja vorher einen Schlachtplan, so. Man sagt das und dies und jenes und was ist budgetmäßig möglich und dann kriegst du trotzdem nur die Signale so von wegen, egal wie klein oder hoch das Budget ist, wir basteln dir was Feines daraus und so. Wir machen das und dann gehe ich immer wieder, weißt du, ich habe ja auch ein großes Herz. So jedes Mal, wenn ich auch enttäuscht wurde, gehe ich immer bei jemand Neues hin und sage, Digga, ich lege mein Herz in deine Hand, so. Ich habe die und die Erfahrung gemacht. Bitte versuch das irgendwie zu vermeiden, dass es nicht schon wieder so ist. Und aber am Ende des Tages ist das dann doch ein Glücksspiel. So. Ich hoffe, dass das bei dem Video jetzt kein Glücksspiel ist. So. Weil der Typ ist einfach ein Hammer von Kraft. So. Ja.
definitiv, das können wir schon mal unterschreiben. Was ist denn die Idee gewesen für dieses Video? Wir haben oben schon so ein paar, was wir bisher mitgekriegt haben, sind so ein paar, das sind keine Performance-Ebene, die wir hatten, sondern so ein paar Bilder, die gemacht wurden. Aber es wird natürlich wahrscheinlich, so wie ich es bis jetzt wahrnehme, natürlich auf einer Performance-Ebene dann sein Zentrum haben. Aber das andere war sehr atmosphärisch bisher. So, was war dir wichtig hier? Oder was war euch wichtig dieses Mal? Es muss einfach den Song natürlich untermalen. So dieses, ich finde das so das Wichtigste. Und dann ist auch egal, was das Budget ist. So, wenn eine Wirkung rüberkommt und ein bestimmter Look. So, ich habe halt Bock auf einen geilen Look. Keinen typisch deutschen Look, sondern ich stehe schon auf den amerikanischen Look. So. Ja. Und das war mir sehr wichtig. Und mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Kannst du nicht sagen, ich bin ja noch mittendrin. Und es ergeben sich ja auch immer neue Ebenen. Diesmal ist das so, dass wir den Dreh nicht nur an einem Tag irgendwie abhaken, sondern dieser Dreh ist wirklich auf mehrere Tage verteilt. So. Und darüber hinaus, weil wir, wie du eben gerade, Schwierigkeiten mitgekriegt haben, dass wir da und dort nicht drehen durften, denke ich mir natürlich auch so, okay, wie kann man noch eine wertvolle Performance-Ebene schaffen, ohne dass man sich auf den Arsch abfrieren muss. So, und überlegen gerade noch, ob wir nicht noch eine Studiosequenz einbauen. So. Ja. Das heißt auch, du bist auch schon noch aktiv mit in allen Prozessen mit drin jetzt hier, was die Entwicklung ist. Ja, jetzt sogar mehr als früher noch, so, weil, wie gesagt, aufgrund der Erfahrung. Was war das? Und außerdem habe ich ja auch Filmerfahrung, das heißt, ein gewisses Auge oder so habe ich auch. Und das versuche ich jetzt mit einfließen zu lassen. Ich vertraue ihr erstmal, weil ich nicht in die Arbeit gerne reinrede von jemand anders so. Aber wenn ich merke, wir haben eine Connection, so ist es ja, dann kann man sich gut absprechen. So. Das finde ich eigentlich sehr wichtig. Du hast gerade deine schauspielerischen Erfahrungen so mit angesprochen. Ist schon so etwas, dass man dann ein anderes Auge für Bilder bekommt, oder? Wenn man Film macht? Ja, aber bei Film ist halt, du musst ein Gefühl, auch wie beim Rap, du musst ein Gefühl für Timing haben und du musst ein Gefühl für die Kamera haben. Wie stehst du, wie wirkst du, wo ist sie? Du musst sie irgendwie. Aber das ist so Automatismen, die sich dann. Jetzt mache ich das auch schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren oder Jahrzehnten. Das sind Automatismen, die sich dann einstellen, ganz normal. Ja. Ja. Was ist das krasseste Video, das du bisher in deinem Leben gemacht hast, von deiner eigenen Sicht? Ich finde eigentlich im Zeichen des Freaks immer noch sehr charmmäßig so. Ja. Rhyme Monster finde ich eigentlich für, weil das war ein Low-Budget-Video eigentlich. Ja. Dafür finde ich das super Hammer geworden. Und vor allen Dingen ist das wahrscheinlich ein Video, das allein aufgrund des Songs selbst heute wahrscheinlich noch jeder kennt. Ja. Also, genau. Und es ist so einfach gestrickt eigentlich. Es ist einfach ein Performance-Video und trotzdem hat das so eine Wirkung. Das finde ich halt auch geil, wenn ein Video einfach eine Wirkung hat. Muss es nicht teuer sein, zum Beispiel, genau wie mit 187 optimal. Ja. Ja, irgendwie ein No-Budget-Video. Aber es kommt einfach, dann kommt einfach was bei rüber. So. Das finde ich einfach geil. Ja, und zur Erinnerung ist natürlich auch. Das hat Peter Torwart gedreht, der Bang Boom Bang auch Peter. Er war auch super teuer. Wir haben auch 35 mm Cinema Scope gedreht. Mit künstlichem Regen, Digga. Weiß nicht alles. Aber das Video ist auch wirklich gut geworden. Aber es ist dann ja insofern auch ganz interessant, dass du trotz der ganzen Zeit und all dem, was du erlebt hast, dann auch in der Lage bist, dich quasi vom Budget und von Verhältnissen, in denen du Videos drehen möchtest, immer darauf einstellen kannst. Ich meine, das ist dann ja auch eine richtige Idee. Verstehst du, was ich meine? Wenn du irgendwann bei 70.000 Euro Videos angekommen bist, so dann vielleicht auch mal wieder irgendwas Roughes, Einfaches zu machen, da muss man auch erstmal so das Gefühl für kriegen. Ja, ja. Zum Beispiel das letzte Video, Ultima Ratio, das war ein super Low-Budget-Video. Mhm. Ja, und auch mit Absicht und auch mit Augenzwinkern. Und das war einfach nur als Geschenk für die digitale EP. Ja. Die gibt es ja nur digital. Ja, und dazu habe ich extra noch gesagt, komm, wir packen ein bisschen Geld rein, machen ein lustiges Video dazu. Leider, glaube ich, habe ich das Gefühl, so die Leute sehen das so als meinen Startschuss und als erstes Lebenszeichen. Und dann denken die so, oh, er fährt jetzt auch auf einen Trap-Film und oh, meint er das ernst, meint das nicht ernst? Und ich würde mir wünschen, dass halt viele andere Leute da draußen auch ein bisschen mehr Humor besitzen würden. Und zwar nicht Humor in dem Sinne, dass sie Witze reißen können, sondern einfach mal nicht so verkrampft sind. So, weißt du, sich auch mal einfach entertainen lassen. So. Ich glaube, ich habe über die Jahre auch so ein kleines bisschen verändert, dass es höher, schneller, weiter bei Videos auch dazu geführt hat, dass immer
wird an Zahlen gemessen, es wird an einem Gesamtprodukt gemessen, an all diesen Dingen. Ja. So, und dann gehört auch dazu, wo wurde das Video gedreht und wie viele verschiedene Special Effects sind mit drin gewesen, ja, etc. Wie groß ist die Geschichte, die erzählt wird? Und dabei finde ich persönlich selber, dass viele der besten Videos total simpel sind. Ja, so, das haben wir ja mit Tanz mit mir auch, ja, damals gemacht. So habe ich jetzt nicht als mein Favorite Video, ja, unbedingt genannt, weil es auch ehrlicherweise nicht mein Favorite ist, aber ja, auch einfach eine Kamera ohne Schnitt, also Titel haben sie es doch noch unterschnitten. Ne, wir haben, glaube ich, durchgezogen. Scheiße, ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß. Ja, aber ich glaube, wir haben eine Einstellung genommen und dann haben wir nur mit dem Licht gespielt. So war das, glaube ich. Ja, manchmal ist weniger oder einfach mehr. Ich sehe, wie sie hier fleißig bauen und ihr Rotlicht aufstellen. Müssen wir mal gucken, wie lange die denn noch brauchen. Ja. Oder? Ja, ich habe nämlich immer ein kleines bisschen Sorge, dass ich den hier euren Arbeitsfluss störe, in den ich dich festhalte für unsere Gespräche. Aber im Moment sieht es dann auch mal aus. Ja, egal, egal. Ist eigentlich der Anzug, ist der dann wie eine Maske, die du quasi wie so ein Arbeitskittel, den du anziehst? So? Oder? Also sagen wir mal, so privat würde ich damit jetzt nicht normalerweise rumlaufen, so, aber für die Bühne und fürs Video habe ich den mir extra machen lassen. Genau wie die anderen Anzüge, die ich in den anderen Videos trage. Alles maßgeschneidert sozusagen, um einfach mich visuell auch abzuheben von den ganz klassischen Sachen, die es momentan gibt. So, ja? Ja. Ja, klar, ich habe auch Louis Vuitton-Schuhe an so, und habe auch eine ganze Louis Vuitton-Sammlung zu Hause, aber ich möchte das nicht in den Vordergrund stellen, sondern irgendwie andere Spezialsachen den Leuten präsentieren. Ich als visuelles Schmankerl. Ja, und ich gucke die ganze Zeit hier auf zwei Schrimps mit. Das sind Schrimps, ja. Man denkt erstens, ne? Erst ins Dollarzeichen und im Nahen sind Schrimps mit Stückchen. Aber ist es dann auch so etwas wie, weil du das auf Eingang schon ein paar Mal gesagt hast, mit den zwei verschiedenen Dingen und Ferguson C als Rolle vielleicht oder also als was anderes sehen als die Privatperson dahinter, dass wenn du das Ding dann runter machen kannst, dass du dann auch das Ganze abschalten kannst? Ob ich das kann? Abschalten? Ja klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann als alter Mann, kann ich natürlich viel besser trennen zwischen Business und Privat und Entertainment und was weiß ich, als ich das früher konnte. Früher war es mir total wichtig, dass das, was ich auch bin, auch irgendwie in meinen Texten verballert. Heutzutage sehe ich das schon mit Abstand. Wenn ich das Album fertig habe, habe ich das Album fertig und präsentiere das mit Herzblut und alles und so. Das Leben geht ja dann trotzdem weiter. So. Ich kann mich ja nicht ständig an irgendwie einer Sache festhalten. Ja. Dafür habe ich auch zu viele Projekte am Laufen, dass ich dann auch, ja, ich habe keine Zeit, mich damit die ganze Zeit zu beschäftigen, kopfmäßig. Auch nicht, ja, das ist jetzt eine Punchline, wen könnte ich jetzt alles damit gemeint haben, so, weißt du? Darüber mache ich mir überhaupt keinen Kopf in dem Moment, weil das ist mir scheißegal. Die Punchline muss einfach irgendwie geil sein in dem Moment, wenn es eine Battle-Liebe ist. Ja. Bei gesellschaftskritischen Songs gebe ich mir nochmal anders Mühe. So. Da muss das alles Hand und Fuß haben. Und ein Anfang, eine Mitte und ein Ende. So bin ich halt gestrickt. Ja. Aber ja, und dann aufgenommen, checken, dass der Sound gut ist, und ab dafür. Dann muss ich wahrscheinlich schon wieder für die nächste Rolle nähern oder für Deichkindproben oder Elektro auflegen, keine Ahnung. Ja. Ich bin gespannt, wie es hier gleich weitergeht, denn wir werden jetzt gleich die erste Performance-Ebene mitkriegen, glaube ich, ne? Ja, okay. Ja? Ich bin gespannt. Gibt's Performance-Ebene? Ich töte meine Feinde durch pure Ignoranz. Keiner kennt mich, ich werde immer nur erkannt. Ich bleibe Asylant. Unter Außenseiter bleibe ich Außenseiter. Verbrenne roten Teppich und feier draußen weiter. Ein Systemfehler, Punk der Gesellschaft. Alles auf meine Kette. Das muss ein bisschen aggressiver rüberkommen. Ja? Ja. Du kannst halt auch kommen, wenn Jim da steht. Also hier vorne schon so, dass man so zur Seite ruckelt oder so. Du kannst die Kamera auch packen und so zu dir so mal ziehen. Ja, Mann! Sehr gut. Es gibt niemand, der mich aufhalten kann. Ich töte meine Feinde durch pure Ignoranz. Keiner kennt mich, ich werde immer nur erkannt. Ich bleibe Würdest du sagen, dass du heute, trotz allem, was so los ist,
abgeklärter und ruhiger bist, als du es früher warst? Oder bist du immer noch der gleiche wie früher? Wie soll das gehen, Digga? Ich mach doch jeder von uns. Bist du der gleiche wie mit 20? Ich rede von der Art und Weise, wie man mit Situationen und mit der Umwelt umgeht. Okay, aber was meinst du denn jetzt? Ist die Rapper-Ära über welche Situation willst du denn das jetzt, weißt du, auf welche Situation beziehst du denn die Frage? Nee, eigentlich auf dich allgemein, als Künstler. Da, wo du, ich meine, die Leute kennen dich von früher. Ja. Und wir sind ja in einer Situation, wo sie dich heute teilweise vielleicht auch erst neu kennenlernen müssen. Weil sie dich 10 Jahre lang nicht auf der Karte hatten. Ach so, okay. Ja, meinst du nicht, dass die Leute sich dann auch selber schlau machen sollten? Ja. Kann man das nicht auch mal verlangen? Muss man immer den Leuten sagen, so, hallo, ja, ich bin jetzt so und so alt, aber ich bin jetzt ganz anders drauf als da. Und das liegt daran, dass das so und so und so und so ist. Echt, das war langweilig. Wenn, dann sollen sie sich schlau machen, dann sehen die doch den Unterschied zwischen einem verpeilten Interview und einem jetzigen Interview. Ja. Bei dem verpeilten Interview, klar, war ich drauf ohne Ende. Wie soll ich da nach Worten ringen und finden und die dann noch aussprechen können? Das muss man erstmal in der Nacht machen. 3 Tage wach, auf allen möglichen drauf und dann soll er nochmal ein Interview führen. Hallo? Dafür war das ganz großes Entertainment, weißt du? Weil man muss sagen, weil das, was ich gesagt habe, egal wie wenig ich gesagt habe, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, aber ich war auf dem Punkt. Weißt du, wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Was sonst außer alles Gute? So, weißt du? Natürlich habe ich 10 Minuten gebraucht, um diese Frage so zu beantworten, aber egal. Und heute geht ein bisschen schneller. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch heute geführt. Finde ich auch. Und wir haben uns ja auch gefragt, wie tief kann man noch gehen? So, weißt du? Weil dann wird es ja irgendwann esoterisch und das ist dann vielleicht auch zu viel. Das Ding ist halt, ich bin im Gegensatz zu früher nicht unbedingt mehr gebildet, weißt du? Ich bin jetzt nicht nochmal in die Schule gegangen und habe irgendwie 10 Bücher mehr gelesen. Ich glaube, es ist einfach die Lebenserfahrung, die man macht, wenn man Learn by Doing mäßig durch jede Situation geht, das bildet auch eine Art Intelligenz. Ja. Und ich glaube, davon lebe ich eigentlich. Und ich glaube, da passt dann auch der Spruch, man nährt nie aus. Ich bin bestimmt noch nicht da, wo ich vielleicht sein könnte, aber man weiß auch nicht, wo werde ich irgendwo sein. So, weißt du? Weil ich das weiß, will ich meine Energie, die ich noch habe, für sinnvolle Sachen benutzen. Ja? Ja. Für positive Projekte, für irgendwas, was irgendwie was Geiles bringt. Und mir bringt es nichts Geiles, wenn ich mich mit einzelnen Rappern aufhalte und mich mit denen die ganze Zeit streite. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das kostet sehr viel Lebensenergie und auch Nerven. Und die kann man wirklich viel besser verwenden in anderen Sachen, als sich die ganze Zeit zu streiten. Weißt du? Bist du zufrieden? Also ich bin glücklich, zufrieden. Ich bin dankbar, aber ich weiß auch, es ist immer Luft nach oben. Ja. Weißt du, das, was ich bisher erreicht habe, hätte ich mir nie gedacht, dass ich das überhaupt erreiche. Weil es war auch nicht irgendwie eine Zielsetzung. Es kam eins nach dem anderen. Ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ich will unbedingt, sondern ich habe gemacht, gemacht, gemacht. Und schwupp kam es von alleine mehr oder weniger. Also die Dankbarkeit kam zurück. Und deswegen weiß ich, okay, wenn ich von nichts, von jemandem, der wirklich so nichts dieses Level hat, so, dann ist auch noch weiter nach oben alles möglich. So. Wichtig ist bei all dem, finde ich immer, dass man weiß, wo man herkommt. Und dass man immer diesen Nullpunkt im Auge hat. Genau. Ja, das vergesse ich nie. Und, aber das Ding ist halt, ich weiß, wie es ist, mit wenig umzugehen. Das heißt, ich habe ja auch in meiner Karriere irgendwelche Ups und Downs gehabt, so ist es ja nicht. Aber ich habe auch mit den Downs konnte ich gut umgehen. Also ich konnte immer auch, wenn es mal so war, dass irgendwie Finanzamt mich broke gemacht hat, konnte ich trotzdem mit wenig umgehen. Und war dann, vielleicht hatte das sogar einen Hunger geweckt, um nochmal mehr Gas zu geben und zu investieren und vielleicht beim nächsten Mal drüber nachzudenken, okay, wie stelle ich das schlauer an, dass nicht nochmal sowas passiert. So, weißt du, das sind so dann the lessons of life. Manchmal fehlen einem für das, was man fühlt, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Worte. Ja, genau. Und, ja, und klar, das ist auch eine Erfahrung, die man dann macht, glaube ich, wenn man älter wird, dass man einfach die Worte findet, wie man etwas definieren möchte oder erklären möchte. Und vielleicht sogar einfach mit einfachen Worten trotzdem etwas Deepes sagen. Ich bin gespannt darauf, wie die Leute es wahrnehmen. Ja, das kann ich nicht beeinflussen. So, manchmal hast du, kennst du ja auch, manchmal denkst du, die Außenwahrnehmung nimmt dich so wahr, wie du das denkst, dass sie dich wahrnehmen. Manchmal bin ich so voll daneben. Also das ist genauso wie, weißt du, du machst was, du denkst,
die schneiden schon, das ist jetzt ernst gemeint, das ist jetzt Humor, das ist so und so. Und dann merkst du am Ende des Tages, die werfen alles durcheinander und haben gar nichts von dem kapiert, wie du das eigentlich rüberbringen wolltest. So, habe ich auch oft. Scheint ja aber so zu sein, dass also zumindest der Ferris, den ich hier heute wieder getroffen habe, mit dem ich unterhalten habe, dass der an dem Punkt auf jeden Fall ist, dass ihm das vollkommen egal ist. Dass wenn du den nächsten Schritt trotzdem machen willst, egal was die Leute von dem Projekt früher, von Dingen früher, vom letzten Album, von diesem Album oder vom nächsten denken. Das ist die Message. Das ist wirklich die Message. Ferris MC, oder Sascha Reimann als Ferris MC, macht was er will. Egal was ich mache, ob ich Punk mache, ob ich einen Tag mitspiele, ob ich eine Ballade singe oder ob ich Back to the Roots oder Way in the Future. Ich mache eigentlich nur, was ich will. Aber ich mache es im Prinzip auch nicht aus finanziellen Gründen. Das ist auch noch ein Ding. Ich mache es aus Ego-Gründen. Weil ich einfach mir und auch der Außenwelt nochmal beweisen will oder immer wieder beweisen will, egal, ich hab's drauf, egal was du mir sagst, ich hab's drauf. Egal, ich gehöre zu den 10 besten deutschen Live-MCs. Ich weiß das einfach und es wird Zeit, dass die Leute das vielleicht auch nochmal schneiden. Und ich gebe ihnen jetzt die Möglichkeit nochmal dazu, dass sie das schneiden können. Die bei Deichkind wissen das. So, die ganzen Fans, die wissen, ich bin einer der krassesten Leute. In der Rap-Szene so, gerade in der heutigen Zeit, wo halt sehr viele berühmte Studio-Rapper live total wack sind, so, das ist jetzt meine Chance nochmal zu zeigen, so dicker. Ja, super. Treib es nicht so weit, ich nehme dich auseinander auf der Bühne, Digga. Ich bin gespannt drauf. Bring 5 Backup-MCs, Digga. Ich zerfetz dich in 2,5 Stunden. Du bist schon nach einer halben Stunde mit deinen 5 Backup-MCs, bist du heißer. Ich ficke dich in 2,5 Stunden später immer noch. So. Aber nur Rap-technisch, Digga. Ja, ja. Nicht missverstehen, Alter. Da reden wir von einer alten Schule. Andersrum kann ich wahrscheinlich mit 5 Leuten kommen und du fickst mich, aber Rap-technisch nicht. Belassen wir es dabei. Ja. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Alter. Ich auch. Ich hoffe, ich war nicht zu berufsjugendlich jetzt gerade. Nö, ich glaube, wir können aber ganz gut damit leben. Backspin.